willkommen zum neuen Hunde-Vlog. Da ist mein Hund. Das ist ein Kani. Und da ist der größte Hund. Und der schneidet Minecraft. Machen Videos. Ich esse jetzt Hundefutter fürs Video. Hallo. Papa, Mama. Mann, das kommt. 3, 2, 1. Oh! Ja, es hat mein Zahn berührt. Oh nein! Oh nein, Jungs! Ich werde ein Hund. Wir fahren jetzt zum Baumarkt. Die Rolle. Was passiert hier? Unser Plan, also wir sind vom TÜV und wir sind Bauarbeiter. Aber wenn man irgendwie mit einem Stuhl an die Decke hängen will, denke ich, reichen Spanngurte, die 250 Kilogramm aushalten, oder? Wenn es nicht klappt, dann fällt er. Wieso hältst du die Kamera auf mich? Warum sieht dein Arbeitsplatz so? Das bleibt so nicht. Dreckiges Geschirr? Infektionsrisiko. Ja. Du wolltest doch heute ein cooles Video drehen. Ich wollte heute ein cooles Video drehen. Weißt du, ich habe schon mit einem Kollegen hier aus dem Büro, die da hinten gesprochen. Ja. Die von einer anderen Firma. Ja. Wie heißt der nochmal? Marius heißt der. Nee, Pascal meine ich. Pascal, ja. Anschreien. Und, angeschrien und nicht anschreien. Nee, dann, dass ich mit Noble Chairs an den Kran hänge. Und der meint, das ist TÜV geprüft und das funktioniert auch, wie wir das geplant haben. Klingt vielleicht scheiße. Ja, es klingt absolut scheiße. Das ist meine Handcreme immer noch. Die hast du, die kannst du nicht essen. Digga, ich kotz. Ich kotz, bitte mach das nicht. Und mach nichts an meinem Platz. Ah, mach's woanders hin. Mach's woanders hin, nicht auf meinem Platz. Da klingt immer noch so. Mach das auf den Boden schnell weg. Ich brauch einen anderen Geruch im Mund. Nicht. Meine Zunge ist ganz weich, fühl mal. Marius? Ist der Kran sicher? Was machen mit dem Kran? Wir hängen da jetzt den Stuhl dran. Also, die Idee ist quasi, dass ich den Bürostuhl da dran mache und dann unter der Decke mit dem Bürostuhl quasi hänge. Ist der Kran sicher, oder? Also, ich glaube nicht, dass der TÜV hat. Kauf den Nobelstärschuhe, denn die sind extra. Schuhe. Kauf den Nobelstärschuhe. Kauf den Stärschuhe. Oh mein Gott, Tobi, der ist But can it do this? Aua. Die Vormieter haben gesagt, die haben den nie benutzt, also ist gut. Ja, guck mal, selbst wenn du aus der Höhe hier runterfällst, vielleicht nur genickt. Wollen wir kurz tun, als ob wir auf einer Knossi-Party sind? Nein. Habe ich dich schon mal enttäuscht? Ja. Ich hab so Angst. Warte mal, ey. Hey Leute, ich habe mir richtig geil auf Tinder gematcht. Und zwar... Digga, nicht auf mein Handyfilm. Ich meinte hier. Du bist mein Bruder. Freunde, das ist Kati. Ihr habt es gerade schon gesehen. Sebastian hat versucht, sie vorzustellen, hat aber ihre falsche Berufsbezeichnung genannt und sie vielleicht 2 Sekunden gezeigt. Wer würde... Warte, Ina, halt. Sag ehrlich, Wanderbilder, Superlike, weiter nach rechts, Match oder Dings ablehnen. Sagt, schreibt in die Kommentare, das ist die neue Mitarbeiterin. Ich bin Kati, ich bin deine Schwester. Und die neue Mitarbeiterin. Schreibt mir in die Kommentare, ob die beiden gleich aussehen. Junge, holy shit. Wer ist das? Mein Hund. Mein Büro. Es gibt ihn nur. Der Plan ist folgender. Revi hat uns heute Donuts gekauft. Als richtiger Chef, ich muss sagen, das war sehr süß. Und zwar wollen wir ihm den Zettel hier mit der Drohne ans Fenster fliegen. Wir lieben dich, du uns auch, Fragezeichen. Und wir hoffen natürlich eine Antwort, weil er schreit gerade sehr rum. Also ich habe noch ein anderes Angebot. Bei Gott, warte mal ganz kurz. Diese Vollidioten, die fliegen hier gerade mit der Drohne mit einem Zettel vor meiner Haustür rum. Vor meinem Fenster. Ich bin auch in real life, der Junge kriegt keine Ruhe. Ich dreh hier durch, Mann. Digga, die haben mir gerade mit einer Drohne Lutscher in mein Zimmer reingeflogen, wie episch. Bitte Nutte.